Ja, ich hole euch einfach mal kurz dazu. Wie ihr sehen könnt, sind die Schilde runter, so halbwegs. Ich habe noch keinen Sprungpunkt gesetzt. Ich habe einfach nur eine Gruppe Xotan angegriffen. Zugegeben, ja, bei uns zu Hause. Also im Xanion-Gebiet. Aber die waren bisher nicht so stark. Und die sind doch ziemlich stärker geworden. Also ich habe jetzt zwei Salven an Schüssen abbekommen. Von irgendwelchen Blitzstrahlen. Die mich haben jetzt auf 30% mich runtergehauen. Ich versuche... Okay, erstmal erste Entscheidung. Versuche ich jetzt M zu drücken und schnell wegzuspringen? Oder versuche ich wegzubursten mit einfach nur W drücken und Leertaste? Beim Springen müsste ich mich ausrichten und das Schiff ist leider nicht sehr wendig. Ich denke, jetzt probiere es einfach nur mit Gas geben. Wobei, wenn es ein Blitzding ist wie ein Blitzschlagturm, der hat eine Reichweite von 15 Kilometern. Ich müsste also 15 Kilometer weggehen bei 2 Kilometer die Sekunde. 7 Sekunden, das halte ich nicht durch. Okay, ich versuche zu springen. Also, blub, blub, blub. Dahin ausrichten. Trotzdem Gas geben. Und los. Ja, okay. Also es ist gut. Ja, Unruhen im Sektor, richtig. Es ist gut, dass die Xotan nicht von sich aus angreifen. Also solltet ihr auch auf die Mod umsteigen, die ich immer noch sehr gut finde. Aber sie ist halt bockenschwer, weil ich halt jetzt darauf umsteige. Hätte ich von vornherein mit der Mod gespielt, wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen, weil man dann schon einen größeren Pool an diesen Head-Türmen, also den stärkeren Türmen, angesammelt hätte. Das heißt, ja, ich werde jetzt vorsichtiger grinden müssen. Ich werde keine Xotan angreifen. Die Piraten sind soweit noch okay. Die sind nicht so super stark wie die Xotan. Das ist okay. Eine freudige Nachricht habe ich aber auch noch. Da springe ich kurz hin. Habitat. So. Denn ich habe den ersten guten Head Fighter gefunden. Und zwar ein Head Fighter mit Air Mining. Ne, nicht mit Air Mining. Richtig, das ist der Knackpunkt. Es ist ein Mining Fighter. Und da habe ich euch ja vorhin und so sonst so immer von abgeraten, von den normalen Mining-Modulen. Weil die Air Mining-Module ja wesentlich effektiver sind. Aber, ja, wir haben keine Kommandanten, ich weiß. Aber das gute Ding hier ist ein Head Mining Laser Jäger. Kein Air Mining Laser. Das heißt, alles, was der hier abbaut, kommt direkt oben links zu unseren Ressourcen. Er hat eine sehr hohe Mining DPS, ist 1500. Unsere jetzigen haben nur 950. Unsere jetzigen haben eine Effektivität von 78%. Also 79, fast 80. Das Ding hat eine Effektivität von 77%. Hat also fast so viel Effektivität, wird aber direkt aufs Konto übertragen und hat nochmal ungefähr 60% mehr Mining DPS. Ist also echt Bombe, das Ding. Das einzige Problemchen ist, Produktionsaufwand unten könnt ihr euch mal angucken. Das sind 9,71 Millionen pro Stück. Und bei denen da sind das 565.000. Ja. Oh, und ich sehe gerade noch ein. Ich sehe gerade noch einen Nachteil. Die Geschwindigkeit hiervon ist hiervon 349. Und von den Dingern 189. Ja. Yeah. Okay. Also es ist nicht total überpowered, aber ich finde es sehr angenehm, weil man diesen Zwischenschritt mit dem Raffinerieren nicht machen muss. Das heißt, wenn man genug davon hätte, könnten wir Lady mit denen ausstatten, was aber echt schweineteuer ist. Wie gesagt, 9,7 Millionen pro Stück. Davon zwei Staffeln voll zu bekommen. Also das ist glaube ich, Endgame-Zeug. Ich sollte aufhören, das zu produzieren. Ich kann mit einem davon rumspielen, um zu gucken, wie es ist, aber den Rest soll ich nicht produzieren. Wir brauchen das Geld, um eine Flotte aufzubauen, um irgendwann einen Boss anzugehen. Ja, aber im High-End-Bereich stelle ich es mir halt sehr cool vor, damit dann loszuziehen. Den kann ich einfach sagen, okay, flieg zu dem Asteroidengürtel, zu dem Asteroidengürtel, zu dem Asteroidengürtel, also in verschiedenen Sektoren, ohne irgendwelche Zwischenschritte, ohne alles. Wir müssen dann keine, inzwischen glaube ich, muss ich 8 Minuten warten, bis ein Raffinerie-Dingens durch ist, weil wir schon so viel auf einmal minern und es wird später nicht weniger werden. Also ja, noch eine schöne Neuerung aus der Mod, die aber auch dringend nötig ist, um halt den Power Creep entgegenzuwirken. Also den Power Creep, was die Gegner haben,
wie gesagt, der Kampf gegen die KI vorhin im Stream oder vor euch im letzten Video im Stream war krass. Also, ist einfach nur krass. Ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Ich mag den Mod soweit sehr. Vor allem macht es das Spiel noch viel langlebiger. Und man muss noch mehr vorbereiten, noch mehr überlegen und so. Also sehr, sehr positiv überrascht. Alles klar. Euch noch viel Spaß und gute Jagd. Bye, bye. Ja, ich habe das Video eben gerade, das andere Video, mit dem Angriff von den Xotan, gerade beendet. Habe dann rausgetappt, um das Video zu bearbeiten. Tapp jetzt wieder rein und sehe das da. Ich weiß noch nicht, was es ist. Eventuell sind es die Xotan, die stinkig geworden sind. Und die greifen jetzt gerade unsere Station an. Und die hat jetzt schon nur noch 50% Schilde. Wir haben hier Unterdrücker. Unterdrücker funktionieren aber nicht im Kriegsfall. Und wir haben nicht Firsty hier. Wir haben nur den Sektorverteidiger, diese andere Verteidigungsgeschichte da. Also den, der so aussieht wie Firsty, aber nur 50% HP hat und ne? Der ist hier. Eventuell verlieren wir jetzt beide Minen. Und unser Lager. Also unser Lager, das steuern wir gerade, glaube ich, selber. Das könnte wegspringen. Das sollte ich wahrscheinlich auch machen. Das heißt, ich wechsle jetzt, weil da ist alles drin, was wir haben an Ressourcen und so weiter. Und Personal vor allem auch. Das heißt, ich springe jetzt mit dem Ding weg. Ja, nee. Der Sektorverteidiger ist viel zu schwach, um irgendwas zu bekämpfen. Der schafft es nicht mehr, gegen Piraten zu kämpfen. Das heißt, wir springen jetzt mit allem weg, was geht. Ich schicke dann Firsty hier hin, hoffen, dass wir vielleicht ein oder zwei von denen da umbringen können. Wobei Firsty noch angeschlagen ist vor dem Kampf eben gerade. Also hat Firsty wahrscheinlich gar keine Schilde. Ja, aber dann muss ich klarkommen. Wie gesagt, hätte ich von vornherein die Mod aktiviert, hätte ich von vornherein mit der Mod gespielt, dann hätte ich nicht hier draußen Minen aufgebaut, sondern irgendwo weiter hinten, wo es sicher ist. Aber gucken wir. Ich drücke jetzt M. Wähle denn die Schiffe aus, die hier noch aktiv sind, schick die Schiffe weg. Oder warte, ich springe erst aus dem Habitat raus, mit T, in die Drohne. Und von der Drohne aus schicke ich dann das Habitat und alle anderen Schiffe einfach nur weg. Ein, zwei Sektoren weiter weg. Dann suche ich auf der Karte nach Firsty. Schick Firsty hier hin. Steuere Firsty dann selbst. Nein. Ich schicke die Schiffe von hier weg. Dann wechsle ich zu Firsty direkt. Guck, wie die Schilde aussehen. Und warte dann ab, wie die Verteidiger da hinten explodieren. Nein. Ich schicke die Schiffe weg. Also ich drücke T. Ich gehe in meine Drohne. Ich schicke die Schiffe weg. Ich wechsle zu den Minen und spuck bei den Minen alle Fighter raus. Weil ich habe den Verdacht, dass nicht alle Fighter draußen sind. Die hatten ja mal Fighter. Und die könnten vielleicht ein bisschen helfen. Ja, das klingt gut. Okay. Also Escape. T, M, dich und dich bitte wegschicken. Schiff hat keinen Captain. B-Schiff hat keinen Captain. Der Zerschmetterling. Okay, dann wechsel bitte. Der rotiert schon, okay. Zerschmetterling da. Zu dem hin. Du spring bitte da raus. Achso, das ist nur ein Sprung gewesen. Ja, berechne schneller. Raus. Ja, Cool Water wird angegriffen. Das weiß ich. Du zum Schiff wechseln. Cool Water, go. Das könnte jetzt ein Hard Reset bedeuten. Also, dass ich alle meine Sachen nehme und in ein wesentlich niedrigeres Gebiet gehe, mich da neu aufbaue und will nach und nach quasi so stoßtruppartig hier im Xanion-Bereich wieder Schiffe hinschicken, um dann gute Waffen zu bekommen. So, du. Also die Eismine wird gar nicht angegriffen, oder? Ne, die Mine da hinten wird angegriffen. Nicht die Eismine, die Ölwurturm da. Flotten. Verteidigen.
Gesetzloser. Hier sind Piraten. Warum? Wo ist Percy? Lady, Thirsty. Thirsty, hinspringen. Go. Du da. Ja, Schilde sind voll. Springen nach Hause quasi. Wir können mit Asteroiden nicht springen, oder? Also wir können mit der Station nicht wegspringen. Nein, okay. Man kommt auf komische Ideen. Weil eigentlich ist ja ein großes Schiff und dann, egal, töten. Ander. Sollte auch recht viel Hülle haben. Oh ja, das geht. Also die sind nicht so schlimm wie die Xotan, bei weitem nicht so schlimm. Aber sie tun halt in der Station doch ganz gut weh, weil Thirsty hier hat 2,5-mal so viele Schilde wie die Station. Das soll wahrscheinlich dann auch ändern. Weil wenn hier jetzt ein Xotan-Angriff wäre, weil irgendein Schiff aus Versehen schießt, während die in der Nähe sind, dann wäre mit einfach Matsche. Aber gegen die Piraten, Schilde verdoppeln oder so, wäre eine gute Idee. Und Kampftürme raufpappen. Momentan ist da, glaube ich, ein Point Defense drauf. Und die... Ja, da kommen jetzt die Tesla-Drohnen. Okay. Die sollten durchgehend draußen sein, die Tesla-Drohnen. Nicht erst geschickt werden, wenn was da ist, weil die KI scheint damit nicht wirklich umgehen zu können. Okay. Ach, da ist noch einer. Nein, nicht rausspringen, geht rein. Ja, dahin. Nee, du haust mir nicht ab. Du haust mir. Oh, Steuerung. Okay, ich muss aus dem Deckerschiff raus. Es tut mir leid, das sieht cool aus, aber das geht nicht. Ich werde gleich umbauen. So, jetzt aufhören zu boosten. Gegensteuern. Und gib ihm. Alles safe. Alles safe. Okay. Erste Planänderung. Alle unsere Schiffe. So, die können wir nicht steuern, ne? Wechsel zu. Habitat. Alle unsere Schiffe sind nicht mehr bei unseren Minen. Weil es nicht sicher ist. Wo ist das Zerschmetterlegen? Du bekommst bitte vom Habitat einen Captain. Dafür ist das Habitat da. So. Jetzt können wir die schon mal fernsteuern. Beide. Das ist okay. Dann springen wir zurück zum Thirsty. Thirsty, wechseln. Schicken Habitat und... Ja, fuck. Im Habitat sind illegale Waren. Ja. Was hier schon wieder? Bandits are attacking the sector. Sind die stinkig, weil ich die eben gerade besiegt habe, oder was? Okay, go. Er Mod ist hardcore. Also auf hardcore ist er hardcore. Der hält mich schon mehr aus. Und die Schüsse gehen einfach daneben, so. Was schießt ihr da? Gut. Sind mehr geworden. Ach, das sind ja unsere Drohnen, die damit helfen. Okay. Also die richtig regelmäßigen Piratenangriffe jetzt hier auf unsere Gebiete, das ist absolut neu. Vorher konnte ich stundenlang hier in Ruhe
Minen laufen lassen, alles ohne dass irgendwas passiert ist. Also die Unterdrücker scheinen nicht mehr zu funktionieren. Entweder das oder muss ich jetzt neu setzen. Das kann ich auch gleich mal testen. Das wird gleich, wenn die alle putz sind. Ja, die Tesla drum ging wieder. Aber es werden auch recht viele kaputt gehen. Und das kostet auch wieder Geld. Das bringen die Minen selber nicht wirklich rein. Gut, schauen wir. Genau, also sobald die alle kaputt sind, stelle ich so einen neuen Unterdrückungssatelliten. Dann haben wir auf eine Weile Ruhe vor Piraten. Jetzt noch irgendwas schief läuft. Also ich schicke doch wieder alle Schiffe hierher. Hm, die Xotern sind ein Problem, ja, die Banditen nicht wirklich. Nur gegen ungeschützte Stationen sind sie ein Problem. Vor allem, wenn ich AFK kurz auf dem anderen Bildschirm was mache. Also unbedingt pausieren. Nicht das Spiel laufen lassen, unbeaufsichtigt. Ihr drei springt bitte wieder hierher zurück. Ja. Und auch meine Schrottwühler. Gehen bitte. Stopp. Ihr geht bitte einmal hier rüber. Refinert. Nächstes Mal refinern? Ja, wenn nächstes Mal refinert, ist okay. Aber ich warte kurz ab, ob der andere vielleicht was zum Refinern hat. Und danach kommen auch die beiden Schrottsammler zurück hier ins Stadtgebiet. Achso, ich wollte das Ding noch ausreißen. Sortier bitte nach. Seltenheit. Da. Benutzen. Nicht, dass die Dinger jetzt Piraten anlocken. So nach dem Motto, oh, da hat jemand Unterdrücker gestellt. Da muss was Wichtiges sein. Also greifen wir da extra an. Aber wir, ja, gucken wir mal. Ich würde dem Mod alles zutrauen. So, zurück auf die Karte. Genau, Lady. Lady ist gerade hier am Asteroiden zerstören. Bitte pausiere damit. Refiner jetzt erstmal. Und nach dem Refiner kommst du bitte nach Hause. Und dann soll sich hier alle Asteroiden entfernen, damit die Asteroiden nicht unsere Verteidigungssachen irgendwie stören. Genauso wie ihr beiden, wenn ihr mit dem Refiner fertig seid. Danach kommt ihr bitte dahin und dann auch nach Hause. Und unser Ex-Exodus. Der Ex-Exodus macht weiter. Damit wenigstens einer der Miner ordentlich Ressourcen reinbringt. Ja, okay. Also viele Änderungen gerade. Das macht es auch sehr interessant. Weil sonst war es halt wirklich nur recht viel rumfliegen, Piraten jagen. Aber es war nie wirklich eine Gefahr da. Also zwischen den Streams jetzt. So muss ich wesentlich mehr aufpassen. Aber ich denke, sobald die ersten guten Türme reinrollen und ich die dann auch selber herstelle, wird das schon besser klappen. Es gibt doch manchmal richtig gute Türme, einfach so im Ausrüstungsdock, aber die kosten dann mal eben 23 Millionen oder so eine Scherze. Also auch da werde ich mehr grinden müssen für Kohle und dann die Kohle wieder investieren und so weiter. Also ja, viel zu tun, viel zu tun. Wir sehen uns gleich wieder wahrscheinlich beim nächsten Video, wo wieder irgendwas schief läuft wegen der Mod und ich mich anpassen muss.